Der andere läuft dann normal vorbei und würde gerne auf Priodur. Stell mich in den Beziehungsweise, Weg. warte, warte, wir machen das anders, wir machen das anders. Der eine auf Gileon und der andere läuft hierhin. Ja. Frage, kriege ich ein Silenzium schnell genug durch, damit dessen der Alarmruf von dem nicht durch Silenzium dauert eine oder zwei Ja, Aktionen? wir sollten eigentlich an dem Punkt anwendig von hier an loslaufen, mit einer Initiative beginnen. Gut, also, wir fangen an Initiative. Die stehen hier, dann können wir Initiative würfeln. Silenzium dauert zwei Aktionen, eine, wenn ich verkürze. So, 16, dann bin ich bei der 17. Wir haben hier oben unser Initiative-Brett. Da Ich hat sag mal sich so, Rohre aber du schon musst ja auch eingetragen. überlegen, selbst wenn das auf einmal super still wird, die sind A, Paktierer, also die kennen Magie, B, hören die uns ja vorher. Also die sind ja nicht geistig woanders, checken schon, dass da was abgeht. Hero ist auch auf der 17 und Pryodur ist auch auf der 7. Alle auf der 17? Was? Alle? Achso, Pryodur ist Nee. doppelt dran. Moment. Nee, ich bin nur die 14. Du bist Warte, die ich 14. zieh dich. Alles gut. Da ist er. Gut, dann die Paktierer tauchen hier aus dem Zelt auf, nachdem gerufen worden ist. Und Nummer 12. Rogel. Mein Ziel ist, wen auch immer zu tanken, der auf Priodur läuft. Ja, da siehst Das du ist gerade mein noch nicht, Ziel. wer wohin läuft. Du stellst dich davor. Passt. Genau. Gileon, 14. Ich werde wohl abwarten müssen. Du kannst nicht weiter abwarten. Also wenn du jetzt abwartest, kannst du nur noch zweimal parieren. Du Genau. musst jetzt handeln, weil du hast ihre Inni und deswegen musst du vor ihnen handeln, weil sie auf das machen, reagieren können, was du vorhast. Richtig. Jetzt habe ich eine Frage. Habt ihr zufällig beide eure beschworenen Djinne nur gesagt, mach mal den Dämon fertig, weil dann tauchen die Jungs nämlich nicht mehr auf? Ja, genau das. Ah, okay. Also nix Djinne. Gut. Der Befehl wird dann wieder frei, ne? Kann das sein? Der Befehl kann nicht erfüllt werden, aber ich habe Meister der Wünsche, deswegen habe ich noch einen zweiten freien Dann. Dienst, deswegen ist er noch da. Und Aber ist sein Wunsch. Harum begleitet Al-Sheikh. Das war auch der Genau, Wunsch. und der andere war hier dem im Kampf zu unterstützen, also sind beide noch da. Genau. So, Gideon. Ich würde zweimal parieren. Gut, zweimal parieren. Dann, Priodo. Ja, ich muss gar nicht aufstufen, weil jetzt ist eine goldene Rüstung ist nur 2 und dann G-Liturgie, also muss ich Ja. gar nicht aufstufen. Das Ja. sind 2, die hat dauert 10 Kampfrunden, 10 Aktionen, Entschuldigung. Und ist um 2 erschwert. Soll ich schon mal würfeln einfach mal? Du kannst schon mal würfeln und dann Du hast du bist noch auch zwei fertig. Aktionen. Du bist dann fertig, genauso. Dann ziehe ich meine Leute. Und zwar einer hierhin, Sturmangriff. Einer dahin, Sturmangriff, Sturmangriff, Sturmangriff. So, dann habe ich vier Stück. Einer auf Rogel, Sturmangriff. 1, 2, 3, 4. Die Yes! 20. Wow, Rogel patzt. Rogel patzt. 2020. Ist das dein Ernst? Ah, nee, gar nicht. Ich muss einen Nahkampfpatzer machen. Waffe verloren. Du merkst wohl, wie er einen brennenden Schürhaken in der Hand hat, den er wohl nach dir wirft. Der bleibt allerdings irgendwo hinter oder neben dir im Sand stecken und er trommelt dann mit seinen Fäusten auf dich ein. Du kannst aber auch den ersten Fäusten Dann ausweichen habe ich nicht mit sogar deiner Passierschlag? grandiosen, warte, hast du sogar Sturmangriff? Ja, den grandiosen Fäusten kannst du ausweichen, weil du im Unauer Ringen gerade bist. Du hast einen Okay, Ringen. Passierschlag. Okay, von mir aus können wir auch gerne ringen, habe ich auch Bock drauf. Er ringt jetzt zumindest nach dir, weil er den Schürhaken auf dich geworfen hatte. Der steckt jetzt Ja, irgendwo dann hier im ringen wir Sand. jetzt hier. Komm ran, Junge. Ich sehe Ringe an ihm vorbei, aber es ist nichts Das drin. war nur der Sturmangriff, genau. Alles klar, so, Gileon bekommt einen Angriff mit einem Schürhaken, genau. Kannst aber parieren? Dann tu das bitte. Gott sei Dank, ja. Ist gelungen, alles klar. Dann merkst du, wie das 500 Jahre alte Dryadenholz mit einem brennenden Schürhaken gerade ebenso oder irgendwas aus der Esse. Genau kennt sich da als Druide sowieso nicht mit aus, aber irgendwas aus der Esse, was brennt, klopft jetzt gegen diesen alten Dryadenholz. Und Umar bekommt zwei Sturmangriffe, einer trifft. Einer trifft, dann
möchte ich eine Aktion nutzen, um meinen Stab umzuwandeln in ein Flammenschwert. Ja. Und damit dann parieren. Eine Aktion, okay. Dann hattest du noch eine Parade. Nostromo wird zurück in das Zelt laufen. Und der Meister der Wünsche hat noch einen Wunsch frei, sonst passiert halt gar nichts. Ja, in freien Aktionen... In freien Aktionen sowieso nicht. Okay, alles klar. Das ist eine Aktion. Kannst halt auch auf die Parade verzichten. Das ist ja kein Artefakt, ne? Es ist ein elementares Wesen. Das hat auch Gefühle. Genau, aber er will trotzdem Konzentration von dir. Gehen. Okay. Ja, willst du parieren oder nicht? Den Sturmangriff? Ja, klar will ich den parieren. Ja, dann parier, los. Ich glaube, sonst bist du gleich auch tot. Mit der 13 ist es auch geschafft. Ist geschafft? Ja, nein, vielleicht. Sollte eigentlich. Ja, ist geschafft. Gut, dann ist das geschafft. Und ich bin fertig. Omar ist auch fertig. Nächste Kampfrunde 12, Bauerhoge. Ich würde gerne diese 18 bei meiner goldenen Rüstung shippen. Dann Schicksalspunkte die 18. Kurze Frage, wenn ich meinem kleinen elementaren Diener befehle, den Typen nicht ins Zelt laufen zu lassen, geht das? Du hast keinen Wunsch frei, du hast den an den Luftgin gebunden. Ah, so. Ja, stimmt. Also dein elementarer Diener hat halt den Befehl, helf dem Luftgin beim Kämpfen, aber der Luftgin wollte halt eigentlich den Dämon angreifen, die Dämon gibt's nicht mehr, deswegen steht der Luftgin jetzt gerade da semi-permanent rum. Wartet auf den Wunsch, genau, er wartet noch auf den zweiten Wunsch. Ich habe jetzt 13 LKP, oder? Ja, dann kannst du deine beiden Aktionen durchbringen und du da strahlst im goldenen Glanz deiner Rüstung. Genau. Ja, mit dem Mut eines des Zodegeweihten und mit der goldenen Rüstung hinter mir gehe ich natürlich jetzt in den Ringangriff über. Okay. Und ringe diesen Mann an. Ich habe leider keine Sonderfertigkeit. Rogel verdient sich einen weiteren Titel, der mit dem Agrimod-Baktierer ringt. Ja, ich treffe ihn leider nicht. Okay, gut, dann Rogel, kannst du noch eine zweite? Nee, du wartest aufs Parieren. Gillion, 14. Ich würde weiter parieren. Weiter parieren, zweimal, alles klar. Dann Priodor, 17. Du bist fertig mit deiner Liturgie. Ich zieh meinen Schleifkommer und greife den vor mir an, den Baktierer. Ja, du hast jetzt deine beiden Aktionen. Du kannst noch zwei freie Aktionen Schritt, dann stehst du neben Rogel. Genau, ich muss jetzt meinen geweihten Zepter. Genau. Aber er kann mich nicht. Ihr müsst jetzt erstmal einen Mut drum machen, um LKP halbe, also in dem Fall. Ich glaube, der will mir in die Schnauze hauen, da brauchst du keine Sorge. Die Mutprobe wäre gelungen mit der 3. Ich würfel jetzt 1, 2, 3, 4 Angriffe. Und da wird schon wieder gepatzt. Es ist schon wieder. Raschstuhle ist an deiner Seite, aber es ist nur normaler, nicht getroffen. Aber der von Oma trifft mit der 1 kritisch. Schauen wir zumindest mal. 1, 18 nicht bestätigt. So, wir fangen an. Dieser hier trifft mit der 20 nicht. Die 11 trifft auf Gillion. Die 1 und die 4 treffen beide. Wie der Agrimod-Paktierer. Das ist der für Gillion. Nee, will er nicht. Okay. Kann er nicht, will er nicht. Gillion pariert mal wieder Heldenpart. Gillion pariert, dann hat Omar, ich muss gerade überlegen, eine 1 Crit ist halbe Parade? Halbe Parade, richtig. Das heißt, ich pariere auf die 8. 20. Oh. Kommt der Konter. Und das ist die Patzer. Das ist ein Patzer, genau. Dann schau mal, was du patzt. Ich kann den Djinn nicht rufen, Jungs. Ich habe meinen halt Sinn für Singen jetzt aufgegeben. So, dann sag... Waffe verloren. Dein Flammenschwert. Oh, mein Flammenschwert. Geht das aus? Dein Flammenschwert geht aus, ne? Wenn du die Waffe verlierst? Mein Flamm. Ja, ist gerade. So, dann bekommst du einmal 3 und einmal 5 von den beiden Agrimod-Paktierern. 3 und 5. Ja. Dann hast du einmal pariert. Was ist deine letzte Aktion? Ich habe keine Aktion, da ich gepatzt habe. Ach so, dann verlierst du alle deine Aktionen? Ja, deswegen kann ich den Jenny nicht rufen. Gut, nächste Kampfrunde, Rogel. Ich möchte. Legt sie vor. Okay. Schade. Ganz kurz, ganz hohe Frage.
Ich habe ja eine Aktion noch über. Okay, ich erkläre es dir, wie es hier funktioniert. Da du eine geringere Inni hast, musst du erst deine Aktionen ansagen. Ja, ich meine gerade wegen den Elementaren. Die kriegen ja keine Befehle im Sinne von Dämonen, sondern man bittet sie ja quasi um Dinge. Ja, aber du hast ja keinen Wunsch mehr frei. Du hast den Geist hast du an den Djinn gebunden. Genau, also dein Elementar sozusagen führt sein Befehl ja immer noch aus. Der Djinn tut halt nichts, aber und dafür Oma, kann der Elementar nichts. Oma hat Meister der Wünsche, das heißt, er kann einen zweiten Wunsch jetzt erbitten und dann muss er jetzt halt so kommen. Ich hätte es aber jetzt also quasi den zweiten Dienst einfach geschenkt. Ich hätte jetzt halt den Luftelementar einfach darum gebeten, im Sinne von Überredenprobe uns zu helfen. Bei dem den hast du ja nicht gerufen, das ist das Problem. Aber ja. Oma will jetzt ja was machen. Oma zieht vor, 17. Ja, ich ziehe vor. Al-Sheikh, komm herab und steh uns bei. Wir brauchen deine Hilfe. Okay, dann gib mir mal eine Überredenprobe. Überreden? Also nicht was? Überreden, sondern eine Loyalitätsprobe hier, deine Wunschprobe. Eine Kontrollprobe. Deine Kontrollprobe. Ist auch erleichtert, weil es Paktierer sind und Al-Sheikh stößt herab. Sechs. Und zwar auf deine beiden, denn du wirst angegriffen und dann wird auch Harum angreifen und zwar auch denjenigen. Mensch, das hat ja gerade doch funktioniert. Du ziehst vor, dann sind meine Paktierer dran. Die ziehen nämlich auch vor, alle vier. 1, 2, 3, 4. Und das sind 1, 2, 3, 4 Treffer. Ich fange mit Rogel an. Rogel, du wirst angegriffen. Yes. Großartige... Achso, genau, er erregt. Ja, genau, sind 5 Ausdauerverlust. Ja, warten wir mal. Da ringen da wir zurück. Ist die Unauer Schule. Körperbeherrschung, alles klar. Dann ist Gillion dran. Gillion wird angegriffen. Das ist gelungen. Und Omar wird auch noch einmal angegriffen. Von zwei Leuten. Kann ich ihn noch... Du kannst... Kann ich, um die abzulenken, einfach hinter ihnen zeigen. Du kannst auch hinter sie zeigen, ja. Willst du auch parieren? Verschränk die Arme, schüttel mit dem Kopf und zeig hinter dir. Überreden. Überreden, Probe. Sonst kriegst du einen Schürhaken ins Gesicht. Oh, schade. 4 Punkte. Okay, dann greift einer mit der 6, haut die dir die 6 Punkte ins Gesicht, ein brennender Schürhaken, und der andere dreht sich um, die 3 Punkte kriegt dann Al-Sheikh. Dann sind meine Leute dran. Rogel. 12. Ja, ich ringe den Mann an. Ich weiß es, ich kann keine Manöver. Kann ich irgendwas tun, damit ich das Gefühl habe, Preyodur einen leichteren Angriff zu ermöglichen? Also ich möchte ihn in eine ungünstige Stellung bringen von meinen Verbündeten, auf gut Deutsch gesagt. Du kannst ihn drehen, ja, warum nicht? Zwei freie Aktionen Schritt, noch einen. Gib mir mal eine Kriegskunstprobe, dann drehst du ihn ein bisschen. Das hab ich natürlich. Dann schlägt der Preyos-Geweihte, gib mir mal eine Klugheitsprobe. Ja, Preyos-Geweihte schlägt dann in den Rücken, aber das ist ein Agrimod-Paktierer, das passt schon. Dann hast du ihn gedreht. Ich möchte meine Aktion verwenden, um ihn praktisch an den Schultern zu greifen, während er meine Schultern greift, sind in einem tiefen Ringmanöver und ihn einfach zu Preyodurs Rücken zu bringen. Jo, gib mir mal eine Ringprobe. Ja, Rogel hat Taktiken aus dem Rot und Weiße Kamel gelernt. Ja, drückst ihm dann so ein bisschen deinen Daumen in die Schulter und hoffst, dass es wehtut, tut's aber nicht. So, dann 14, Gillion. Ich habe gleich noch eine Attacke, oder? Also eine Aktion hat. Eine Aktion hast du noch, ja. Dann will ich tatsächlich mal zuhauen. Dann tu das. Könnte ich das sogar treffen? Das ist gelungen. Ich muss gerade mal schauen. Er versucht zu parieren. 11, nicht geschafft. Sehr gut. 2 plus irgendwas anderes noch, oder? Plus 3. 5 Schadenspunkte auf den Kopf. Magisch. Magisch, okay. Dann sind wir fertig. Omar, du bist auch durch. Ja, du hast eine Überredprobe gewürfelt. Ich hab noch nichts gemacht. Preyodur. Ja, genau. Ich würde dir einen zweiten Jahr schlagen, jetzt auf den Kopf. Also minus 5. Okay, Wuchtschlag 5 ansetzen. Mach doch mal einen Wuchtschlag 12 oder so. Klag ihm in den Rücken, den Bastard. Nö, Wuchtschlag 5 reicht für dich aus. Ja, dann Schaden. Währenddessen könnt ihr sehen, wie Nostromo einen großen Brocken Lederumschlungen unter seine Schulter geklemmt hat und in die Wüste läuft.
Ja, mit dem Preisdotter verpasse ich einen deutlichen 15 Hit. Stück Selbstbeherrschungsprobe. Und weiß nicht, ob es verdoppelt wird. Keine Doppel 1. Er bleibt stehen, grunzt. Dann. Also, göttliche Waffe oder also, keine Ahnung. Ja, das Doppel 1 ist Doppel 1. Nee, meine Chancepunkte meine ich jetzt. Nur ist einfach 14. Er ist kein Blackerratz-Paktierer, er ist nur Agrimod-Paktierer. Nächste Kampfrunde, 12. Schaue ich sie vor. Ich verprügel euch jetzt und zwar mit 1, 2, 3, 4 Leuten. Wir fangen mit der 8 an, die würde treffen. Die 18 trifft nicht, die 14 trifft und die 9 trifft. Ja, mach Schaden auf mich. So, dann sind das sagenhafte 6 Ringenschaden, beziehungsweise die Hälfte, weil die wie gesagt ringt. Ja, aber ich nehme ja Ausdauerschaden. Ich habe da nicht so ewig viel Ausdauer. Genau, du hast Ausdauerschaden und die Hälfte echt. Und dann habe ich noch die 14 für Omar und die 9 ist egal, weil das auf den Djinn geht. Das sind 2 Punkte für Omar, wenn du nicht verteidigst. Nur 2 plus nur 2? 2, ja, genau. Denkt an was, keine Waffe. Improvisierter Schürhaken. Ja, ich habe auch nur noch 15 LEP. Der alte Mann. Kurz schauen, ob ich Ausweichen überhaupt habe. Ach so, du hast deine Waffe verloren, stimmt. Wie viele Aktionen ist denn Waffe aufheben? Ich weiß das gar nicht. Ich schaffe Ausweichen. Dann kriegst du 2 Schadenspunkte. Ansonsten Raufen oder Ringen Parade für den halben Waffenschaden. So, ja, dann bin ich fertig. 12, halt an Rogel. Man wird weiter angerungen hier. Wird hier keine Gnade. 3, ja, sehr gut. Sogar mal. Dann drück ihm deine Daumen in die Augen rein. Ja, Prajot! Und mit diesen Worten versucht halt dann ihn weiter festzuhalten, in der Hoffnung, dass Prajot den Mann doch endlich mal erschlagt. Gib mir mal einen Schaden, Schadenspunkte. Und ganz dann ist Gileon dran. Ich hab, meiner hat einmal angegriffen, richtig? Deine hat angegriffen und nicht getroffen. Das heißt, du hättest noch 2 Aktionen übrig. Dann würde ich dem den Stab in die Ohren zimmern. Ja, kannst auch umwandeln, wenn du möchtest, mit einer plus 4 noch zusätzlich. Jo. Soll ich gleich beide würfeln? Ja, yeah, würfel die zweiten noch hinterher. Er hat noch eine Parade, schafft es aber auch nicht. Das heißt, du kannst volle 2-mal zuhauen. Aber das zweite Mal triffst du nicht. Einmal dann, 1W6 plus 3 war das, ne? Nochmal 5. Nochmal 5. Sehr gut. Und dann könnt ihr sehen, wie Al-Sheikh und Harum zieht von unten, Al-Sheikh von oben und sie zerreißen den Agrimod-Paktierer in der Mitte. Der wird dann tatsächlich auch einmal in die untere Körperhälfte, wird in den Sand gezogen und der andere wird in der Luft zerrissen und fetzt dann übers Zelt. So, Oma darf, glaube ich, noch. Ja, ich habe noch eine Aktion. Ich habe nur einmal ausgewichen. Ich möchte 2 freie Aktionen Schritt so um ihn herum machen. Und einen Ignifaxius Flammenstrahl in der Variante mehrere Ziele und enger Strahl innerhalb von einer Aktion sprechen. Gegen den Paktierer und gegen den da, der wegläuft. Ja. Die Erschwernis, die ich dafür auf den Zauber kriege, ist plus 13. Das könnte ich mir normalerweise erleichtern, aber die Wichser haben mir meinen Stab weggenommen. Nee, den hast du selber weggeworfen. Aber glücklicherweise bin ich Großmeister des Ignifaxius. Und gegen Agrimod-Paktierer. Feuer mit Feuer, scheiße. Prahl jetzt erstmal noch nicht. Erst wenn ich wollte gerade sagen, ist. Ich sehe die Doppel 20 der Doppel 1! Oh nein! Und mein Problem ist, ich habe es gerade im deine Würfel nicht angesagt. Würfeln. Ja, ich habe meine Würfel nicht angesagt. Ich wollte es gerade noch. Wie viel willst du haben? Aber du musst normal 6. würfeln. Nee, passt schon. Was sagt deine 6 Würfel an? Sagen wir 6 Würfel an. Kritischer Erfolg. So, enger das Strahl sind 28, heißt aufgeteilt auf drei Leute. Wundschwelle minus 2, ne? So ist es. Gut, dann. Die werden deine Astralpunkte. Wie viele Astralpunkte hast du denn noch? Nach den 28. Er kann es ja genau auf 0 runtertimen, wenn er Meister ist. Ja, das weiß ich. Habe ich noch 21. Warst noch 21? Okay.
Du siehst, wie der Paktierer vor dir in Flammen gehüllt wird. Du stößt mit deiner Feuerlanze seinen Bauch. Auf der anderen Seite kommt verkohltes schwarzes Bröckchen raus, wahrscheinlich Kohle oder so etwas, die da rausschieben. Und auch dem Schwarzalchemisten jagst du deine Ladung in den Rücken. Der erste hier vorne fängt an zu brennen, munter und lichterloh von innen, und der andere raucht zumindest noch ein bisschen, und dementsprechend ist er zu Boden gegangen und kampfunfähig. Das war deine nächste Kampfrunde. Nee, stopp. Oh, du darfst noch. Ich kann umwandeln. Also erste Attacke, Wuchtschlag plus 5, weil ich ja plus minus 0 von hinten bekomme und so. Ist ja plus minus 0. Wuchtschlag 5, ja. Sehr gut. Und zwei, umgewandelt. Zwei, plus 4 wäre dann plus 1 und noch ein Wuchtschlag 1 dann, sondern noch ein 4. Ja. Auch gelungen, zweimal Schaden. Also einmal plus 5, einmal plus 1. Genau. Dann spaltest du ihm mit deinen zwei Schlägen den Schädel. Aua. Und er geht tot zu Boden. Ihr könnt auch den anderen Angrimod-Paktierer von Gillion gemeinsam richten. Jetzt, wo ihr in Überzahl seid, in deutlicher Überzahl. Und die... den kampfunfähigen Körper von Nostromo Pulkes fesseln und verhören. Praios Triumphat!